Herzlichen Dank, lieber Günther, für diese sehr freundliche Einladung und Einführung. Einladung auch mein Dank an die Veranstalter. Und auch sehr schön, dass Frau Diplom-Ingenieurenz das gesagt hat. Wir können in Österreich als gesegnetes Land stolz darauf sein, dass 60% unserer elektrischen Energie aus Wasserkraft erzeugt wird. Ein wesentlicher Teil davon wird selbstverständlich mit Kaplan-Turbinen erzeugt. Ich darf aber daran erinnern, vor 40 Jahren hat Österreich 100% seiner elektrischen Energie aus Wasserkraft erzeugt und sogar noch exportieren können. Daran sehen Sie, wie schwer, welche Herkulesaufgabe das sein wird, dieses Ganze in den nächsten 20, 30 Jahren, sagen wir mal so, wieder umzudrehen, dass wieder 100% regenerativ erzeugt werden kann. Schauen wir, was man machen kann dabei. Viktor Kaplan hat einen ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet und ich möchte Ihnen dazu ein bisschen etwas sagen. Da es sich heute aber auch um Erfindungen und vor allen Dingen auch um Innovationen dreht, möchte ich Ihnen statt von Viktor Kaplan zu erzählen, zumindest zunächst einmal was über den Leutnant Sims zu erzählen. Der war nämlich Leutnant zur See übrigens in der US Navy. Ein Zeitgenosse von Viktor Kaplan, das Ganze beginnt 1898. 1898 hat das Bureau of Ordnance der US Navy, das gibt es übrigens heute auch noch, festgestellt, dass die Treffsicherheit von den Schiffen nicht besonders hoch ist. Sagenhaft, 9500 haben die mal in die Gegend rumgeballert und haben nur 121 Mal getroffen. Das war ziemlich normal gewesen für die damalige Situation. Das ist kein Wunder, die Schiffe wackeln nun einmal, die Kanonen sind auf dem Schiff festgemacht, heute nicht mehr, damals aber nun einmal. Da wundert einen das überhaupt nicht. Die US Navy ist natürlich erst recht darüber informiert worden, ist das eigene Büro gewesen, Entwicklungsbüro sozusagen. Die sagen, ja, seid nicht ganz sauber. Wir haben gerade den spanisch-amerikanischen Krieg gewonnen. Die Navy hat dabei einen ganz wesentlichen Anteil getragen. Das ist übrigens der Krieg, bei dem die Amerikaner den Spaniern und Mexikanern Kalifornien abgenommen haben. Und außerdem haben wir sowieso die beste Trefferquote aller Marinen. Dass man ein bisschen Leben dran ballert, kann schon sein. Wir sind siegreich, passt da kein Handlungsbedarf. Es gab aber auch zeitgleich einen Admiral, der hat bei der Royal Navy, die gehört natürlich zu dem anderen großen Land, wo Englisch gesprochen wird, auch im südchinesischen Meer gedient. Auch der gute Leutnant Sims war im südchinesischen Meer stationiert. Und wahrscheinlich haben die Herrschaften abends im Casino zusammengehockt. Jedenfalls ist dieser gute Bursche, der Admiral Percy, bei der Beobachtung eines Kanonenschützen auf den Trichter gekommen. Mensches Kind, der hat das gemacht, also die Bewegung des Schiffes antizipiert und hat es mit richtigen Augenblick an der Schnur gezogen und hat eine viel höhere Trefferquote gehabt. Der Percy sagt, okay, wir bauen alle unsere Dinge auf eine Lafette, dann kann jeder so etwas machen. Diese Lafette kann man einstellen und tatsächlich, die Trefferquote ist drastisch in die Höhe gegangen. Die Herren, ich kenne das aus eigener Erfahrung, da sitzt man abends im Casino zusammen oder steht und hebt einen bei und dann hört man dann Reden an. Und dann hat es der gute Percy dann seinem Leutnant Sims erzählt und er sagt, Bombenidee, hervorragend. Der hat es natürlich sofort gesammelt, das müssen wir auch machen, so etwas. Detaillierte Berichte und so weiter schickt er an das Bureau of Ordnance und das Bureau of Ordnance macht nichts. Da ist ein ganz junger Hansel da, 7.500 Seemeilen sind das, ist ins südchinesische Meer, was sollte der da unten überhaupt machen? Gar nichts passiert. Und jetzt kommt's, was macht den Erfinder aus? Sims wird lästig. Der schreibt immer mehr Berichte an das Bureau of Ordnance. Den kenne ich schon, da brauchst du gar nicht mehr drauf hören. Der sagt immer dasselbe. Wir machen gar nichts. Sims wird lästiger. Er verteilt diese Berichte an seine Offizierskameraden, da die auf ihren Schiffen sind und in der Gegend rumballern und andere auf die, haben die vielleicht ein bisschen mehr Verständnis. Das sind die Frontschweine, nennt man so etwas auch. Die sind ja ganz vorne, sind, die wissen, von was der redet. Da muss das Bureau of Ordnance reagieren. Die sagen, also, bitteschön, es gibt keinen Handlungsbedarf. Wir sind eh ganz toll und der Sims soll mal seine Leute gescheit ausbilden, dann funktioniert das schon. Der Sims wird noch lästiger. Das Bureau of Ordnance kann dann nicht mehr anders, der redet es ja rum, das ganze Offizierskorps hat es in der Zwischenzeit so ziemlich gewusst. Dann machen die einen Test. Die bauen die Lafette auf, aber im Labor, auf einem ruhigen Untergrund. Der wackelt nun einmal nicht. Ist klar, was herauskommt, die ganze Erfindung mit der Einstellerei, das ist ein Blödsinn, das kann ja gar nichts bringen, das ist logisch, das haben wir sowieso schon die ganze Zeit gesagt. Nix, brauchen wir gar nichts machen. Jetzt ist der Leutnant Sims ein bisschen in Gefahr, der ist ein Vollidiot, der ist ein Querulant, ein Großmann ist er sowieso, man kennt das, und dann wird es noch viel lästiger. Er schickt das Ganze nämlich an einen bestimmten Herrn, dieser tapfer dreinguckende Herr auf der linken Seite ist der amerikanische Präsident, der hieß Theodore Roosevelt, auch unter dem Namen Teddy bekannt. Da hat er nämlich die Teddys übrigens einmal, die nach ihm benannt sind, als Tischdekoration verwendet. Und dann ist das, daher kommt der Name Teddy übrigens. Der hat den Bericht erstaunlicherweise gelesen. Vielleicht ist es ihm auch nur vorgetragen worden. Jedenfalls hat er ihn zur Kenntnis genommen.
Und Sims stößt dann auf offene Ohren. Dieser gute Roosevelt war nämlich mal Kommandant eines solchen Freiwilligenheeres. Das war sein eigenes, das waren die Rough Riders. Da waren wahrscheinlich mehr dabei als diejenigen. Der wusste, von was er redet. Und er war mal Unterstaatssekretär in der Marine. Der macht es ganz anders. Der übergeht alle Hierarchieebenen, holt den Leuten dann Sims nach Washington und dann nennt ihn zum Inspektor für die Zielpraxis. Und dann wurde die Innovation gegen alle Widerständler der gesamten Fachwelt tatsächlich eingeführt. Wenn Sie mehr über Innovation und erfolgreiches Innovationsmanagement hören wollen, dann empfehle ich das Buch von Stern und Jahrberg. Der eine bin ich. Immerhin in vierter Auflage im Gabler Verlag erschienen, stammt aus einem sehr umfangreichen Forschungsprojekt, das wir erfreulicherweise bearbeiten durften, wurde allerdings von dem Bundesministerium für Forschung und Technologie gefördert, aber in einem anderen großen Land, in dem er auch Deutsch spricht. Leutnant Sims hat dann zum Schluss doch noch Karriere gemacht, da sehen Sie ihn etwas fortgeschrittenerem Alter. Er wurde dann auch Oberkommandierender übrigens der US Navy im Ersten Weltkrieg und, man höre und staune, Pulitzer-Preisträger. Victory at Sea hieß übrigens sein Buch, war dann in den 20er Jahren den Pulitzerpreis wert. Diese Geschichte, wie man also Schwierigkeiten überwinden muss und lästig sein muss und sich durchsetzen muss gegen alle Widerstände. Ich denke, da ist eine Parallele zu Viktor Kaplan zu sehen. Ein Zeitgenosse, wie Sims das Ganze gemacht hat, 98 war Viktor Kaplan bereits 22 alt, wie Sie sehen, also das ist ein ungefähr gleiches Alter. Er hat, wie schon Günter Heigert gesagt hat, zu unserem Erstaunen, obwohl er in Würzzuschlag geboren ist, in Wien studiert. Was noch mehr erstaunt, hat es trotzdem zu etwas gebracht. Das wundert einem. 1901 ist er in die Leoversdorfer Maschinenfabrik eingetreten und hat dort von vornherein einen großen Erfolg gehabt. Er hat sehr schnell nicht nur Turbine dort konstruiert, sondern auch Motoren, eine neue Art und Weise oder eine Verbesserung, eine entscheidende Verbesserung des Motors zustande gebracht, die er dann prompt in dem österreichischen Ingenieuren-Architektenverein vorgestellt hat, aber ohne seinem Arbeitgeber Bescheid zu sagen. Mit dem Ergebnis, er wurde gefeuert. Kurz danach wurde er übrigens wieder eingestellt von der gleichen Firma, aber allerdings lang gedauert hat es nicht. Die Situation war aber doch ein bisschen mit diesem lästigen Menschen da gestört. 1903 ist Viktor Kaplan an die Technische Hochschule Brünn gegangen. Damals hieß sie noch mit diesem D vorne dran, aber konzentrieren wir uns auf Technische Hochschule und hat dort bei Alfred Musil studiert. Das ist tatsächlich der Vater von Robert Musil. Robert Musil hat übrigens also auch Maschinenbau studiert und hat dann doch angefangen zu schreiben. Wir sehen auch, andere Leute haben es dann zu Preisen in der Literatur gebracht. Bereits 1918 wurde er ordentlicher Professor für Wasserkraftmaschinen in Brünn und er hat sein gesamtes Berufsleben in Brünn verbracht. Deswegen nehmen unsere tschechischen Kollegen ihn häufig als einen der ihren in Anspruch und das auch mit völliger Berechtigung, muss man ganz klar sagen, denn sein gesamtes Berufsleben, jedenfalls das, was mit Wasserkraft zu tun hat, hat Viktor Kaplan tatsächlich in Brünn verbracht. Er wird dort auch nach wie vor seine Erfahrungen und seine Kenntnisse und seine Person sehr hoch gehalten, alle Achtung davor. 1934 ist er dann in Unterach am Attersee gestorben, hat sich vorher dann zurückgezogen, gute 10, 15 Jahre, glaube ich, vorher muss das gewesen, wo er sich dann auf Rochus Point zurückgezogen hat. Schade, dass das kein Museum ist, man kann das nicht besichtigen, habe ich mir sagen lassen, sehr schade. Und Sie sehen, er ist gerade einmal 58 Jahre alt geworden. Auch da sehen Sie dieses Streiten gegen alle. Er musste sich komplett gegen die gesamte Turbinenwelt der damaligen Zeit durchsetzen, die alle miteinander das gesagt haben, was das Bureau of Ordnance zu dem armen Leutnant Sims gesagt hat. Wie kann ein Mensch so einen Blödsinn erfinden? Das funktioniert ja hinten und vorne nicht. Dann haben sie gesagt, das haben wir eh schon immer gemacht. Dann ist es nicht patentfähig. Es war aber patentfähig. Und dieser Streit, den Viktor Kaplan dann übrigens vor dem Reichskammergericht in Leipzig gewonnen hat. Man sieht, wie damals die Zeit, die verschiedenen Länder doch alle noch sehr, sehr eng zusammen waren. Zum Schluss hat er ihn gewonnen, aber das hat ihn wirklich wohl sehr, sehr stark zerschlissen. Es wird kein Wunder sein, dass er so früh gestorben ist. Sehr schade dabei. Die Francis-Turbine ist ein wesentlicher Vorläufer. Natürlich kannte Viktor Kaplan das. Ich werde Ihnen nachher auch noch in diesem Vortrag ein Bild eines Buches zeigen. Das Buch habe ich nicht dabei, das steht bei mir im Labor, in der Bibliothek meine ich, nicht im Labor. Er hat sich zunächst mal natürlich um die Francis-Turbine gekümmert. Was James Francis ungefähr 1850, übrigens 49 genau gesagt, hat patentieren lassen, war die nach ihm benannte Turbine, die von außen nach innen durchströmt wird und vor allen Dingen, und das ist der wesentliche Teil der Francis-Turbine, was er erfunden hat, war das verstellbare Leitrad. Das gab es also schon.
Auch die Axialturbine war schon längst bekannt. Hier sehen Sie ein Bild, das ist so 1837, war das Henschel-Joval. Henschel ist dann auch als große Lokomotivfirma bekannt geworden. Die haben aber nur Dampfturbinen geschafft, deswegen sind sie in den 50er Jahren als Lokomotivhersteller eingegangen, haben noch LKWs gebaut. Als Student habe ich Betonmischer gefahren, unter anderem übrigens einen Henschel. Die hat es also gegeben. Und die Axialturbine, die war auch schon Jahrzehnte vorher bekannt. Hier sehen Sie ein solches Bild, da ist das Leitrad, da unten sehen Sie das rotierende Laufrad, alles schön axial, wie es sich gehört, sowas sieht es aus. Aber, und das ist entscheidend, keine verstellbaren Laufschaufeln. Das Kaplan-Patent, das dann 1913 eingereicht worden ist, am 7. August, irgendwo steht da, sehen Sie es ganz klein. Diese Schrift, die sie direkt rauskopiert, wir brauchen das gar nicht zu lesen, sagt auch schon, was der wesentliche Nachteil der Francis-Turbine gewesen ist. Einen Nachteil hat James Francis durch das verstellbare Leitrad in den Griff bekommen, es war nämlich das Eintrittsdreieck. Hier diese durchgezogenen Linien, das ist das Eintrittsdreieck einer Turbine, hier natürlich auch eine Kaplan-Turbine. In den hinteren, auf den billigen Plätzen sehen Sie das nicht so gut, habe ich schon mitgekriegt, das ist Ihr Pech, weiter vorne sieht man es besser. Es ist also direkt aus der Patentschrift heraus. Und was Viktor Kaplan geschafft hat, das ist ein Nachteil der Francis-Turbine, der auch hier übrigens beschrieben ist. Übrigens ein wesentlicher Nachteil, mit dem wir es heute noch zu tun haben. Wenn der Durchsatz der Francis-Turbine sich nämlich verändert, wenn also gegenüber der Auslegung mehr Wasser hindurchgeht oder weniger Wasser hindurchgeht, verändern sich die Austrittsdreiecke und es bleibt dieser verfluchte Drall am Austritt übrig. Weil nämlich die Geschwindigkeitsdreiecke sich zwangsläufig verändert, ich zeige es Ihnen gleich ein bisschen. Und dieser Austrittsdrall führt dazu, dass namentlich in Teillast, die ist wichtiger als die Überlast, namentlich in der Teillast sich Schwingungen ausbilden, sich Kavitationen ausbilden und das begrenzt die Fahrweise und die Zuverlässigkeit der Francis-Turbine in Teillast ganz wesentlich, nicht bei der Kaplan-Turbine. Kaplan hat es gewusst, hier ist es ja in der Einführung zu seinem Patent ausgeführt. Und hier sehen Sie, dass diese schwarze Linie da, das soll eine Laufschaufel sein. Bei einer bestimmten Menge wird die Richtung, oder bei jeder Menge eigentlich, wird die Richtung der Abströmung durch die Schaufel selbst glasklar, deswegen ist sie da, festgelegt. Man muss dann noch die Umfangsgeschwindigkeit vektoriell addieren, das ist die Relativgeschwindigkeit, Umfangsgeschwindigkeit, beides zusammen, gibt die Absolutgeschwindigkeit. Sie sehen, die Absolutgeschwindigkeit geht hier direkt exakt nach unten, 90 Grad Winkel. Sie hat, wie man so schön sagt, keinen Drall. Wunderbar. Wenn jetzt die Menge aber verändert wird, wird die Richtung der Schaufel, wenn sie nicht verstellbar ist, gleich bleiben. Dann geht dieser Pfeil hier zurück, die Umfangsrichtung bleibt immer noch und dann gibt es eine Absolutströmung, die geht dann so bei kleinerer Menge. Das heißt, die hatten ganz wesentliche Komponente in die horizontale Richtung, sprich der Drall. Und das ist genau das, was der wesentliche Nachteil der Francis-Turbine ist. Kaplan, schlau wie er ist oder wie er war, sagt, dann verstellen wir eben die Schaufel. Wenn ich das fertig bringe, die Schaufel hier nach oben zu verstellen, diese gestrichelte Linie ist die vorhergehende Laufschaufel, gleiche Form, aber jetzt verdreht. Dann geht die Richtung in diese Form. So wird es ja parallel verschoben, hier in das alte Dreieck. Wenn Sie jetzt hierher, wir addieren die gleiche Geschwindigkeit, die hat sich ja nicht geändert und siehe da, es gibt wieder eine drallfreie Abströmung. Und das ist der wesentliche Vorteil dieser Kaplan-Turbine, funktioniert halt bloß, wenn hier innen drin die Kontur nicht schön exakt kugelig ist, sonst würde das verklemmen. Dieses Bild hier ist der Querschnitt einer Francis-Turbine, ohne das jetzt zu erläutern, nehmen Sie es mir ab, die kann nicht verstellt werden, die Schaufel, weil sie sofort verklemmen würde, das liegt an der Geometrie. Vertiefen wir jetzt nicht weiter. Also der wesentliche Vorteil der Kaplan-Turbine ist die Verstellbarkeit. Das ist die große Stärke. Deswegen wird diese Turbine nach Viktor Kaplan benannt. Sie ist eine von den drei wesentlichen Turbinenarten. Pelton-Turbine, die ist noch älter als die Francis. Die Francis Mitte des 19. Jahrhunderts und dann 1912 dann eben die Kaplan-Turbine. Hier sehen Sie dieses Versuchslaufrad, mit dem Viktor Kaplan seine Versuche an der Technischen Hochschule Brünn durchgeführt hat und merken Sie sich die Zahl 1912, 1913 hat er das Patent ja dann eingereicht und da sehen Sie die erste richtige Großmaschine, Lilla Edet, 1925 realisiert worden, also gerade mal 6 Jahre nach der Turbine von Fellen, die werden wir gleich noch einmal sehen. Hier sind diese drei wesentlichen Turbinenarten. Hier die Pelton-Turbine, sie ist geeignet für sehr, sehr hohe Fallhöhen. Ein Wasserstrahl, wie mit dem Gartenschlauch sozusagen, natürlich viel mehr Power dahinter, spritzen dann soll das Laufradl hinein. Das ist die exakte Weiterentwicklung, kann man ganz einfach sagen, eines Wasserradls, wo das Wasser von oben oberschlächtig dann in diese Schaufel hineingeht, das Laufradl dreht. Mit viel, viel mehr Energie und viel mehr Power brettert dieser Strahl, bis zu 6 übrigens in die Pelton-Turbine, geeignet für wenig Durchsatz und sehr, sehr große Fallhöhen. Die Francis-Turbine, das ist das wesentliche Arbeitsfeld, tatsächlich sind 2/3 aller Turbinen Francis-Turbinen.
Aber dieser ganze große Bereich hier, der ist erst mit der Kaplan-Turbine vernünftigerweise erschließbar geworden. Das sind nämlich die eher kleinen Fallhöhen, so bis zu 80 Meter Fallhöhe, gerade mal kriegt man mit der Kaplan-Turbine zusammen. Dann ist es Zeit, dass man langsam auf eine Frenzy-Turbine übergeht. Die gibt es auch hier in so einem überlappenden Bereich. Dieses Tal NQ ist eine Kennzahl dafür, welche Bauart von Turbinen zu wählen sind. Und Sie sehen, zu einer bestimmten Fallhöhe hat man die Wahl zwischen so 1, 2, allenfalls 3. Aber Sie sehen, in bestimmten Bereichen ist nur eine von diesen dreien richtig gut geeignet. Vor Viktor Kaplan konnte man die Laufkraftwerke an Flüssen nur mit großen Schwierigkeiten ausnutzen. Das war möglich, aber schlichtweg miserabel. Also solche Turbinen, die es noch gibt, beispielsweise die Pillings-Vensis-Turbine, die gibt es ja gerade. Wir selbst haben eine neue Hydraulik für so etwas gebaut, sollte man gar nicht mehr machen, aber es lohnt sich nicht, das komplett rauszureißen und durch eine anständige Kaplan-Turbine zu ersetzen. Außerdem stand es unter Denkmalschutz, aber immerhin haben wir es fertig gemacht, 15% Jahresarbeit zu steigern, ist auch nicht schlecht. Steht am Lech übrigens nördlich von Augsburg. Beispiel zum Beispiel die Mainkraftwerke. Der Main wurde in den 20er Jahren bereits schiffbar gemacht, das heißt, er wurde aufgestaut und vernünftigerweise wird man bei jeder Stauanlage auch eine Turbine einbauen. Bis 1925 waren das tatsächlich Frenzy-Turbinen, häufig auch in dieser Zwillingsausführung, dass man bei verhältnismäßig niedrigen Fallhöhen immer noch eine Menge Wasser hindurchkriegt. Aber ab 1930 waren alle 30 anderen Kraftwerke die Kaplan-Turbinen. Auch da sehen Sie, es dauert eine Zeit, bis die tatsächlich dann großindustriell und in breitem Maßstab eingeführt werden. 1919 ist die erste gebaut worden, 13 ist Patent eingereicht. Und 25 war Lila Edet, aber dann hat es relativ schnell um sich gegriffen. Und genau dieser ganze Bereich, das sind die Kaplan-Turbinen, die verstellbar sind. Wirkungsgrade aus der Zeit Viktor Kaplans. Die Axialturbine, die nicht verstellbar ist, man nennt sie auch Propellermaschinen, die gibt es manchmal bei Kleinwasserkraft, gibt es sie heute noch, sind sehr, sehr preiswert zu bauen. Die haben durchaus einen beachtlichen Maximalwirkungsgrad, so ähnlich wie die anderen auch. Von Details schauen wir jetzt mal im Augenblick weg. Aber wenn man nach Teillast geht oder auch nach Überlast, rauscht der Wirkungsgrad sehr schnell brutal in den Keller. Die Frenzy-Turbine ist schon ein bisschen besser, aber auch noch nicht richtig gut, auch einen ähnlich hohen Wirkungsgrad. Tatsächlich sind die Frenzys diejenigen, die absoluten Spitzenwirkungsgrade hinkriegen. Ein paar Prozent sind das sicherlich mehr. Die geht schon ein bisschen bauchiger, aber auch nicht richtig gut. Erst wenn man zusätzlich zu den Leiträdern, was ja die Frenzy-Turbine kann, auch die Laufräder verstellt, sprich die Erfindung Viktor Kaplans, kriegt man die sogenannte Kaplan-Einhüllende zusammen, die von weit überlastet. Über den Optimalpunkt bis weit in die Teillast hinein. Ich würde heutzutage, wenn wir uns zutrauen, das sogar noch weiter in die Teillast hineinzuziehen, bei einem ähnlich hohen Wirkungsgrad zusammenzukriegen. Die Pelton-Turbine schafft das übrigens auch. Allerdings die ist ja für ganz andere Anwendungen. Riesengroße Fallhöhen ist die geeignet, wenig Durchsatz. Aber in den anderen Bereichen ist das die Viktor Kaplan. Wenn wir sehen, dass die Frenzy-Turbine unheimlich gut, die Frenzy-Turbine schlecht, die Kaplan-Turbine sehr gut und die Pelton-Turbine auch sehr gut, so wäre eigentlich naheliegend, die Pelton-Turbine schnellläufiger zu machen und die Kaplan-Turbine langsamläufiger zu machen. Die sind beide gut regelbar. Die Frenzy-Turbine nicht, dummerweise haut es nicht hin. Sei denn unser nächstes Forschungsprojekt, wir werden auch ein Patent einreichen, kriegen wir hin. Aber das ist noch zu früh, vielleicht kann man in ein paar Jahren mal darüber reden. Wir wissen auch nicht, ob es klappt, aber wir probieren es mal. Wir werden also bei Ihnen vorstellig werden. Soweit sind wir noch nicht. Soweit sind wir. Das ist diese erste Turbine, Felm. Ich dachte, sie wäre in den 40er, 45er kW-Leistung, immerhin 24. Ich habe gar nicht gewusst, dass so kleine Turbinen überhaupt möglich sind. Der Herr Schneeberger, der ja nachher noch redet, wird zugeben, unsere Modellturbine, die wir alle untersuchen, die haben mehr Leistung als die Turbine Felm seinerzeit. Trotzdem eine große Leistung und wie Günter Heiger zu Recht schon gesagt hat, irgendwo muss man anfangen. 2019 ist dieses Foto gemacht worden, ich habe es aus der Presse entnommen, also die Zeitung, die Presse habe ich es entnommen und 1918 hat der Herr, den ich Ihnen gleich zeige, die Entscheidung getroffen, die bauen wir. 1919 wurde sie ausgeliefert, wir feiern ja dieses Jahr das 100-jährige Bestehen. Irgendwo muss man nun einmal anfangen. Und hier kommt die Eisengießerei Storek zum Tragen. Mit diesem Foto hier zeige ich Ihnen Heinrich Storek. Ich habe mich belehren lassen von dem Herrn Schwantner, bei dem ich mich für den Hinweis bedanke. Da steht er. Für den Hinweis bedanke. Er hat immer wieder gesagt, seit den 30er Jahren meint man, das sei Ignaz Storek. Das stimmt nicht. Die Gießerei hieß Eisengießerei Ignaz Storek. So hieß sie übrigens bis 1945. Dann wurden sie enteignet. Aber dieses Foto zeigt Heinrich Storek. Er war Pharmazeut, hat aber dann trotzdem den heimischen Betrieb übernommen. Und auch sein Sohn Edwin Storek
Der hat dann den Betrieb übernommen. Er konnte deswegen sein Maschinenbaustudium in Brünn nicht fortsetzen. Und er war 1912, heute würde man sagen Hibi, also studentischer Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt noch bei Viktor Kaplan und kannte das und hat seinen Vater gesagt, Mensch, da ist was Tolles, das müssen wir machen. Und tatsächlich hat der Heinrich Storck, da hat er den Finger auf der Kasse gehabt, Viktor Kaplan in seinen Arbeiten in Brünn sehr, sehr stark unterstützt, Prüfstände ermöglicht und so weiter. Und tatsächlich sich dann 1918, offensichtlich kurz bevor er bereits gestorben ist, sich entschlossen, diese Felmturbine zu bauen. 1919 wurde sie hier dann ausgeliefert. Zwei weitere Leute muss ich aber unbedingt erwähnen. Gustav Oplustil, er war Mitarbeiter der Firma Ignaz Storck Eisengießerei. Er hat auch in Brünn studiert und, das ist wichtig, ich komme nachher nochmal drauf zurück, merken Sie sich das, er war Leutnant der K&K Kriegsmarine, Fregattenleutnant. Scheinbar hat man den Leutnantdienstgrad sogar nach der Größe des Schiffes noch unterschieden. Und außerdem ist zu nennen Jaroslav Slavik, ein Assistent Viktor Kaplans an der Universität Brünn der Zeit lebens, wo Viktor Kaplan sehr, sehr stark unterstützt hat, namentlich auch in diesen Patentstreitigkeiten, die ich schon erwähnt habe. Auch erwähnt werden soll die Frau Henriette Pingerer, die 1920 bis 2012 gelebt hat, Tochter von Edwin Storck, und sie war Gymnasiallehrerin in St. Johann im Brungau. Die hat es dem Herrn Gschwantner gesagt und der Herr Gschwantner hat mir mitgeteilt, dass eben das Bild hier gar nicht Heinrich Storck ist. Ein Fehler seit den 1936er Jahren, das kann man endlich korrigieren. Die Eisengießerei Storck ist dann bis 1944, sogar in Lümpfitz betrieben worden. Edwin Storck ist 1944 gestorben. Sein Bruder hat es dann weitergeführt. 1945 wurden die enteignet. Sie sind dann zum Teil nach Bayern gegangen, nach München, allerdings auch nach Linz übrigens. Und in München wurde dann die Storck Wasserturbinenfirma gegründet, die es bis in die 50er mindestens, Jahre mindestens gegeben hat. Und an der westlichen Ende von München, in der Nähe der Blutenburg, wenn jemand sich in München einigermaßen auskennt, habe dort studiert, an der Würm wird ein Kraftwerk von der Familie Storck noch betrieben. Da ist natürlich auch eine Kaplan-Turbine aus dem Hause Storck drinnen. Wir kennen die zufällig, wir haben dort vor ein paar Jahren Messungen gemacht, sonst wüsste ich das gar nicht, ein Zufall. Das Kraftwerk Lilla-Elet, ich zeigte Ihnen vorhin das Bild dazu, hatte immerhin schon eine Engpassleistung von 8 Megawatt. Und das ist ja richtig schon ein gescheiter Koffer. Heute wird man immer noch, also bei einer Kaplan-Turbine sind 8 schon richtig groß. Der hat auch einen gescheiten Durchmesser, ich zeige es Ihnen gleich. Wenn ich so ein Bild sehe, 1925 ist gebaut worden, 18 ist es wahrscheinlich die Planung losgegangen, hat also auch damals schon ein paar Jährchen gedauert und 25 wird es dann gebaut. Und wenn ich das Bildchen dann sehe, frage ich mich, was haben wir in den letzten 100 Jahren gemacht? So viel anders sehen die gar nicht mehr aus. Ich zeige Ihnen dann schon noch ein paar Unterschiede hier unten, namentlich in der Anlage hier. Da muss man wirklich 2-3 Mal gescheit hingucken, bis man die Unterschiede erkennt. Hier am Generator schon mehr. Hier hatte man sich damals auf die sichere Seite begeben. Wir sehen unschwer eine Doppelspirale. Hier oben ist das die Kontur der Spirale. Die untere Spiralenkontur geht so. Und hier ist eine Doppelspirale drin, die wird man heute nicht mehr bauen. Übrigens, wir sind ja auf unsere Bauingenieurskollegen angewiesen, aber zuständig für die Kontur des Saugrohres und auch dieses Bereich ist der Turbinenhersteller. Unsere Kollegen da müssen das halt dann ausführen. Das ist eigentlich eure Idee, deswegen kriegt ihr keine Patente zusammen. Oder? Das ist das hin. Also, gebaut wurde die dann auch, sagt ja, der wirtschaftliche Erfolg ist dann doch relativ schnell gekommen. Die Patentstreitigkeiten waren zumindest 1920 zu diesem Zeitpunkt der Werbung dann schon langsam vorbei. Das war ja so, ich glaube 1924 sind die Patentstreitigkeiten dann zugunsten Kaplans beendet worden. Wurde dann von einer schwedischen Firma, eben die Werkstaten Christine haben, ich hoffe das richtig ausgesprochen zu haben, wurde das Rad gefertigt, das ganze Laufrad gefertigt. Hier 8-schauflige, sehen Sie das gleich nach, die gibt es heute noch. Wenn Sie so dieses NQ100 nehmen, würde man heute noch mit 6 bis 8 Schaufeln ausgehen. So haben die ausgesehen, dann schon richtig groß, 8 MW Engpassleistung, ich sagte es schon, 5,8 Meter Durchmesser immerhin. Das ist ein Kraftwerk, das in Oberaudorf 1992 eingebaut worden ist, 6 Meter Durchmesser und aus einer ähnlichen Größe kriegt man dann in der Zwischenzeit dann doch schon wesentlich mehr raus. Nur wenn man die Bilder sieht, die unterscheiden sich gar nicht mal so sehr. Das ist eine andere Geometrie, wie Sie leicht sehen. Und dass hier diese Ecken da oben fehlen, das hat Schwingungsgründe, die fangen natürlich dann ein bisschen an zu wackeln und dann sind die abgebrochen, dann hat man sich nicht mehr getraut, so etwas zu bauen. Ich sage Ihnen später, modernere Hydraulik in der Zwischenzeit kann man die besser berechnen. Jetzt sind die dann wieder so ähnlich eckig wie die, nicht ganz gleich, aber dann doch ähnlich.
Irgendwo, wenn wir ins Detail gehen, merken Sie den Unterschied dann doch. Ich hatte Ihnen vorhin schon mal ein Bild gezeigt, Wirkungsgradverläufe zur Zeit Viktor Kaplans. Und wenn man die von damals zu heute vergleicht, dann sehen Sie hier das Kraftwerk Lilla Ede. Das kommt auf einen Wirkungsgrad so von, bis sind das 86,5 werden es dann schon sein im Maximum. Auch die Kurve ist hier dann doch, fällt doch ein schön bauchig eigentlich, weil sie doppelt regelungsfähig ist, aber fällt dann doch noch ab. Und wenn wir dann eine vertikale Kaplan-Turbine nehmen mit einem früheren alten Sauger, aber denkst dann doch schon aus den 60er Jahren, dann sehen Sie, das sieht doch schon deutlich besser aus. Und eine moderne Rohrturbine, horizontale Ausführung, dann sehen Sie, die sieht so aus, es geht noch so ein bisschen weiter. Und in der Zwischenzeit, denke ich, die 94 überbietet dann doch ein namhafter Hersteller heutzutage. Nicht ganz ohne, aber Sie sehen, auch wenn das Grundkonzept gleich geblieben ist, der Teufel liegt natürlich im Detail und dort kann man dann doch einiges verbessern. Und ich zeige Ihnen gleich, es gibt natürlich nicht nur die Wirkungsgrade, die deutlich besser sind, und das ist die Menge der Energieerzeugung. Wir kommen nämlich zu einer nächsten sehr großen Entdeckung von Viktor Kaplan. Viktor Kaplan ist der Entdecker der Wasserturbine. Zusammen übrigens mit den beiden Kollegen oder Mitarbeitern Oplustil und Slavik, die ich vorhin schon erwähnt habe. Viktor Kaplan würde es nie, glaube ich, zugelassen haben, dass man deren Beitrag und Leistung hier unter den Tisch fallen ließ. Aber er war nun mal der Chef und der kriegt dann den Nobelpreis und die anderen haben die Arbeit sozusagen gemacht. Aber er musste ja sehr kollegial gewesen sein, auch wenn er sonst schon ein bisschen ruppig im Umgang sein konnte, musste er auch, wenn Sie bedenken, dass man die ganze Wasserkraftbranche sozusagen aufs Kreuz legen musste, um sich mit seinem Patent durchzusetzen. Die Kavitation bei Schiffsschrauben war zu diesem Zeitpunkt, also 20er Jahre, muss man sich vorstellen, schon längst bekannt gewesen. Circa 1890. Das kam dadurch zustande, dass man bei den Schiffsantrieben, so die modernen Kreuzer sind dann so, also Schlachtkreuzer meine ich damit, sind dann so langsam gekommen, sieht man von Dampfmaschinen, die sich sehr langsam drehen. Auch Schiffsmotoren heute drehen sich sehr langsam. Die kommen so auf 25 Umdrehungen pro Minute. Die Dampfmaschinen sind auch sehr langsam gelaufen. Ist man auf Dampfturbinen umgestiegen, die hat es damals also klarerweise schon gegeben, mit sehr hohen Drehzahlen. Die Schiffsschrauben haben sich deutlich schneller gedreht. Und jeder, der von Wasserkraft ein bisschen was versteht, weiß, oh, da wird es gefährlich mit der Kavitation. Und genau diese Kavitation kannte unser Leutnant zur See, der K&K-Kriegsmarine, das war der Herr Oplustil, der in der Zwischenzeit bei Storoy gearbeitet hat, die waren ihm von den Kreuzern und Schlachtschiffen und Zerstörern der österreichischen Kriegsmarine, waren ihm Kavitationsschäden bestens bekannt. Die machen ganz brutale Löcher, die ich Ihnen gleich zeige, und er sagt, es kann bloß das sein. Und so war es auch tatsächlich gewesen. Schon eine ganze Reihe von großen Kaplan-Turbinen waren in Betrieb gewesen und da ist man da drauf gestoßen. Es gibt auch die Anekdote, dass sich einer beschwert hat und Kaplan hat dann den Mitarbeiter Slavik hingeschickt und hat gesagt, die sind zu doof, die Schaufeln richtig einzubauen, fahren Sie mal hin und erklären Sie denen, wie das geht. Und Slavik hat zurücktelegrafiert, es ist alles richtig, aber die Maschine funktioniert trotzdem nicht. Es war eben genau der Punkt, wo man auf Kavitation dann zu sprechen gekommen ist. Hier sehen Sie den Bereich der Francis-Turbine, das ist der Bereich der Propellerturbine. Wir merken uns, eine Propellerturbine ist eine Kaplan-Turbine, bei der man die Laufschaufel nicht verstellen kann. Und Sie sehen, wie diese Bereiche, heute sind die Kurven vielleicht ein bisschen niedriger, aber qualitativ sehen die heute noch so aus. Die Francis-Turbine hat eine ziemliche Gefährdung, die bei zunehmender Schnellläufigkeit mehr wird, aber bei der Kaplan-Turbine oder hier Propeller nicht verstellbare Laufschaufel geht es noch viel brutaler in die Höhe. Genau das sind die Bereiche, wo man die Kaplan-Turbine einsetzt. Die Entstehung der Kavitation ist komischerweise gar nicht mal so schlimm. Das ist halt schlecht für das Transportverhalten der Maschine, aber es wird noch nichts zerstört. Erst wenn die Kavitation, wenn die Blasen, die dann entstanden sind, wieder in den Bereich höheren Druckes hineinkommen, implodieren die Blasen. Das ist eine gewaltige Vergrößerung. Das ist das Deutsche Physikalische Labor an der Universität Göttingen, die das aufgenommen hat. Wenn die dann sehr klein werden, geht der Radius der Blase nach unten und der Druck innerhalb der Blase geht sehr hoch hinauf. Also die Blasendurchmesser geht nach Null, der Druck geht nach unendlich. Unendlich wird er nicht erreichen können, aber es kommen, man soll es nicht glauben, mehrere tausend Bar Druck innerhalb einer solchen Blase zustande. Kommt übrigens, und dann platzt die irgendwann einmal, es bildet zunächst da oben so eine Einbuchtung und dann ein Torus, sieht man nicht, man hat halt nur von oben das filmen können. Und dieser Druckunterschied von mehreren tausend Bar verursacht diesen Mikrojet, der ja immer wieder so nach oben hinausgeht. In Wirklichkeit ist das sehr, sehr klein. Wie gesagt, der Durchmesser der Blase geht nach Null. Und dann gehen ein Mikrojet mit der Druckkraft von mehreren tausend Bar, ja, die Blase ist rund, ich merke es selber, geht hinaus in alle Himmelsrichtungen und auch auf die Wand. Und führt dann mit einer gewaltigen Druckkraft dazu, dass die Wand irgendwann den Geist aufgeht. Es entstehen dann Schäden, die ungefähr so ausschauen,
Die Materialien der Wand sind Metalle. Die Metall ist elastisch am Anfang. Durch dieses Befeuern, Beschlagen wird das Material spröder. Das merken Sie, wenn Sie einen Draht biegen wollen. Am Anfang können Sie den Biegen auch wiederum zurück, wenn Sie es ein paar Mal machen. Vor allem bricht er. Das liegt daran, dass die Körner innen drin, die Metallkörner, sich nicht mehr gegeneinander verschieben können. Das heißt, sie sind spröde. Und dann auf einmal bricht das Ganze. Genau das passiert hier auch. Am Anfang ist diese Fläche hier nur ein bisschen trübe. Dann wird sie aber langsam spröder, bilden sich Risse. Und wenn die Risse sich gebildet haben, dann hat das Material verloren. Dann wird es durch diese brutalen Kräfte herausgeschlagen. Hier sehen Sie das Ganze bei einer Francis-Turbine. Gibt es überall, wie gesagt, entdeckt wurde es ursprünglich an Schiffsschrauben. Bei Wasserturbinen war das nicht bekannt gewesen. Und Kaplan wusste das. Es wurden dann solche Versuche aufgebaut. Auch da konstruktive Maßnahmen. Ich habe mal dann hier ein moderneres Bild genommen. Zunächst mal sehen Sie, dass es aussieht wie das Bondlila Eder. Das ist nämlich Aschach. Ja, da werden Sie nachher nochmal was sehen. Ich, so wenn ich recht weiß, ist zurzeit ein Modell dieser Turbine bei dem Kollegen Schäberger auf dem Prüfstand. Er wird aber möglicherweise selbst noch darauf eingehen. Aber mehr Leistung als 24 kW hat es dann, das Modell dann schon. Das hat nämlich in Wirklichkeit übrigens 71,9 MW. Und damit ist Aschach übrigens die größte Kaplan-Installation in Österreich. Aber es gibt zuverlässige Modellversuche. Sie werden darüber noch was hören. Wir machen die in Graz auch. Zuverlässige Vorausberechnungen. Es gibt resistente Beschichtungen und es gibt resistente Materialien, um dieses Hundling von Kavitation in den Griff zu kriegen. Hier ein Beispiel, wie wir es durchgeführt haben. Das ist ein sehr schönes Bild. Wir haben es natürlich auch für Kaplan gemacht. Das ist für eine NQ82er Francis-Turbine. Das hatten wir vorausberechnet bei verschiedenen Volumenströmen. Hier dimensionslos mit Phi dargestellt. Sehen Sie, was wir haben. Da ist das Sigma 0,106, 0,178, 0,209. Und das sind die Sachen, die wir dann später bei uns auf dem Prüfstand gemessen haben. Sie sehen das, wenn Sie hier das interpolieren, 0,01 wäre da, noch ein bisschen höher, sind wir ziemlich genau da. Oder auch hier, das passt super zusammen, 16, 19, zwischendrin bei 0,175. Das ist ein bisschen rechts davon, das passt. Hier noch ein Beispiel, Kraftwerk Freudenau. Hier, wenn wir schon in Wien sind, mit 7,5 Metern, ein richtig großer Durchmesser. Sie sehen, in welche Richtung das heutzutage gegangen ist. Und Sie sehen bei den neueren, diese runde, abgerundete Ecke, die ist in der Zwischenzeit wiederum aufgefüllt worden, liegt daran, dass man nicht nur die Strömung sehr zuverlässig berechnen kann, sondern auch die Festigkeit und somit die Widerstandsfähigkeit des Materials. Die Kaplan-Turbine ist nicht die häufigste ist die Francis-Turbine, stimmt schon. Aber es gibt drei wesentliche Turbinetypen, Pelton, Francis und eben die Kaplan. Hier habe ich es zwischen Spiral- und Rohrturbine aufgeteilt und 10% der weltweiten Wasserkraft. Und das ist in aller Liebe ein Wort. Noch größer braucht man Viktor Kaplan nicht zu machen, weil dazu gehört wirklich einiges dazu. Seitdem halten die Turbinen ja auch, die vorhergehenden Francis bei den Flüssen haben nicht geklappt. Auch Viktor Kaplan hat sich zunächst einmal glasklar, er musste ja die Kaplan-Turbine erst noch erfinden, mit Francis-Turbinenradl erfunden. Das hier ist eine Widmung, das Buch steht eben bei uns in der Bibliothek, 1908, das muss man sich merken. Das eins hat man komischerweise damals nicht gesagt. 1908 hat er dieses Buch, es lag dann schon in Druckform logischerweise vor, gewidmet und an den Kollegen Franz Blaschil geschickt, auch ein Steirer übrigens, Sie sehen, wenn es um Wasserkraft geht, kommt man in Steiermark, kommst du nicht immer dumm. Geschickt 1908 ist wichtig. Weil auch Brasil kannte die Problematik, man hat nämlich es nicht fertiggebracht, diese räumlich gekrümmten Schaufeln bei der Kaplan-Turbine, noch schlimmer bei der Francis-Turbine, zuverlässig zu konstruieren und zu zeichnen und das recht zu fertigen. Viktor Kaplan hatte die nachhinein komisch vorkommende, aber es muss einem erstmal einfallen, Idee, aus dieser räumlich gekrümmten Schaufel, das ist ja der Meridianschnitt, hier die Umfangsrichtung H zu entnehmen, hier die Richtung G, die Meridiane Richtung G zu entnehmen und hier die Hs aufzutragen und hier die Gs aufzutragen. Und dann kann er diese räumlich gekrümmte Schaufel und dann höre und staune, Winkel und streckentreu in die Ebene übertragen. Man berechnet relativ einfach die Winkel hier, die Winkel da. Und da muss man eine schöne, glatte Kurve hindurchziehen. Und es gibt auch Möglichkeiten, das noch ein bisschen zu überprüfen. Das schenke ich mir jetzt. Und das ist vorher nicht möglich gewesen. Zeichnen konnte man vielleicht viel. Aber wie macht man aus so einer Linie, die auf dem Blatt Papier ist, schön zweidimensional, eine räumlich gekrümmte Linie? Und das auch noch verteilt über alle Linien. Hier sind nur drei dargestellt. Muss man ein paar mehr machen. Da ist eine Möglichkeit, das sogenannte konforme Abbild, auch das sogenannte Kaplan'sche Konstruktionsverfahren, das stammt von ihm. Ist aber leider Gottes nicht patentfähig. Und das wird nicht nur auf diese Maschinen und Wasserkraftanlagen, sondern genauso gut auf Verdichter und Gasturbinen und Ähnliches angewandt. Das ist in meinen Augen eine noch viel weiterreichende, verdienstvolle Entwicklung oder Erfindung, die Viktor Kaplan neben der Kavitation und der nach ihm benannten Turbine
gemacht hat. Brasil ist zwar in der Bad Radkersburg, also Aarsteirer, geboren, ist dann allerdings Professor in Zürich geworden, Technische Hydrodynamik, Theorie der Turbinen. Es war also einer der ganz berühmten Leute, der auch an diesem Problem gearbeitet hat, diese Entwicklung so darzustellen, dass man daraus auch gescheite Konstruktionszeichnungen und vor allen Dingen Fertigungszeichnungen und zum Schluss natürlich Modelle machen konnte. Muss ja alles gegossen werden zur damaligen Zeit. Das hat er gemacht, hat daran gearbeitet, aber die Ergebnisse von Brasil sind tatsächlich später als dieser bewusste Termin 1908 erschienen. Also Viktor Kaplan ist derjenige. 93 wurde er Prof, 26 hat er sich emeritieren lassen, wenn man es mit 57 vergleichen, hat gearbeitet bis 69. Ja, wir sind mit 68, wenn man aus die Karten nimmt. Und damit komme ich dann dem mehrfachen Wunsch eines einzelnen Herrn nach und komme tatsächlich zum Ende. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit.